geht ab, Leute? Herzlich willkommen bei einem weiteren Video von King Performance. Wir haben da heute draußen, nicht hinter mir, sondern draußen, einen BMW F36 4er Grand Coupé 440i, bärenstarker B58 Motor ohne OPF. Ihr kennt das Fahrzeug, Grüße gehen raus an unseren Freund und Kunden Erei. Das Fahrzeug ist schon komplett umgebaut. Wir haben sämtliche Videos auf dem Channel. Acra, Aventuri, Downpipe, Stage 2, mittlerweile auch XAP Stage 2 drauf. Wir sind auch XAP Partner, also wenn ihr was braucht, sagt uns gerne Bescheid. Gerne eine E-Mail, info@kingperformance.de. Und heute gibt es ein nices Bremsen-Upgrade. Fahrzeug steht wirklich super da. Der Reif vertraut mir da voll und ganz und hat alles richtig gemacht. Fahrzeug hat zwei kleine Mankos, kein M-Paket ab Werk. Darum will er sich bald kümmern und halt leider die kleine Bremse, auch nicht die Sportbremse. Und sonst Fahrwerk, Domlager, alles picobello, auch Felgen mit den guten Reifen, haben wir alles gemacht. Wie gesagt, Videos sind alle in der B58-Liste der F-Reihe. So Leute, zum Umbau heute. Wir machen heute ein großes Bremsen-Upgrade. Ich werde euch das gleich einmal zeigen. Da gibt es ein bisschen Problematik, aber ich habe es versucht, so gut wie möglich das Problem zu lösen. Ist nicht für jedermann diese Entscheidung, aber ich zeige euch das Ganze mal. So Leute, Carbon King Spiegelkappen, kann man nichts sagen, im Angebot 159 oder sowas. Inklusive Montage, hör mal, das ist ja wohl geschenkt. Auf jeden Fall, Chargepipe. Und Silikonschlauch brauchen wir alles, um die maximale Kraft und auch vor allem wirklich tolle und miese Ansauggeräusche herauszukitzeln. Denn mit der Aventuri, die hier beim Fahrzeug schon vorhanden ist, wird es auf jeden Fall mies scheppern. Das könnt ihr mir glauben. So Leute, jetzt kommen wir zum in Anführungsstrichen Problem. Der Kollege hat halt die kleine Bremse und das ist auch nicht die M-Sport-Bremse. Das heißt, du kriegst im freien Handel keine gelochte Scheibe für das Fahrzeug. Kriegst du nicht so mal eben. Schon gar nicht von einem Hersteller für vorne und für hinten. Geht nicht. Ich habe das mit ihm abgesprochen, habe ihm das erklärt, habe gesagt, hey, eigentlich müsstest du aufrüsten auf eine größere Bremse oder halt, ne, dass wir halt komplett andere Scheiben nehmen, weil das Problem ist, er hat halt vorne die 340er und hinten die 330er Scheibe. Es gibt für die vorderen Scheiben, da kriegst du zwar gelochte, aber halt nicht komplett gelocht, sondern nur das hier, dieses Angelochte, ne? Ihr wisst, was ich meine. Die haben wir dann genommen von Febi Bildstein. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Preis war okay, kann man nicht sagen. Und das Ding ist, dass dieser Hersteller leider nicht die hintere Scheiben anbietet. Bietet er nicht an. Gibt's nicht. Die kriegst du von dem Hersteller nur in nicht gelocht. Umgekehrt, der hier bietet entweder das an für die Hinterachse, aber leider nicht für die Vorderachse. Okay, es ist so, wie es ist. Ich habe ihm das erklärt. Ich habe gesagt, eigentlich müssen wir es sein lassen, weil das ist, ja, nichts Halbes, nicht ganz. Er hat gesagt, aber ich muss E-Bremse neu machen. Dann machen wir gelochte Scheiben. Und wenn eine halt angelocht ist, die andere komplett gelocht ist, ist das halt so. Und deswegen machen wir das auf Kundenwunsch. Was kann man noch sagen? Wir haben jetzt hier eine gute Scheibe. Die Scheibe ist aber gut, muss man sagen. Wenn sie auch nass ist, was auch immer das soll. Auf jeden Fall, die Scheibe ist nice, die ist gut, die nehmen wir, die ist stabil. Wir brauchen auch eine stabile Scheibe, denn wir haben auf der Vorderachse EBC Blue Stuff und die packen gut zu. Das könnt ihr mir glauben. Wenn ihr könnt, nehmt immer die Blue Stuff. Erst Blue, dann Gelb, dann Rot. Meiner Meinung nach. Deswegen, Blue packt. Ja, zum Beispiel M5 F90 oder M3 G80, M4 G82 und so weiter, die keine Keramikbremsen haben da und halt ein Bremsen-Upgrade haben möchten, den sage ich immer, Blue Stuff, Stahlflex, gute Flüssigkeit und du bist happy. Ja, bei der Flüssigkeit, da kann man mehrere Flüssigkeiten nehmen. Entweder nehmen wir die Motul oder auch hier die von EBC Racing, die ist auch nice. Alles ist möglich, ja. Das dazu. Kommen wir zur hinteren Scheibe. Da kriege ich normalerweise Bauchschmerzen bei Zimmermann. Ja, in der Tat ist das so. War auch früher immer so, ist wahrscheinlich heute immer noch so. Weiß ich nicht, werden wir sehen. So, aber da es ja in Anführungsstrichen nur die hintere Scheibe ist, ist es okay. Die vordere würde ich nicht mit Zimmermann machen. Die hintere, ihr wisst selber,
bei der F-Reihe, die hinteren, die bremsen sowas von minimal mit. Also ich habe in 15 Jahren das dritte, vierte Mal hintere Bremsscheibe gewechselt bei den F-Modellen. Ne? Die bremsen ja fast gar nicht mit hinten. Und die Hauptbremskraft ist halt vorne. Und deswegen haben wir hier eine nice Scheibe. Hinten ist okay, kann man machen. Ich hätte auch für hinten, andere Belege nehmen können. Habe ich absichtlich nicht gemacht. Warum? Weil es gab so ein Set, wo du die Belege und die Scheiben kriegst. Und ich habe das extra nicht, ich habe zum Beispiel jetzt keinen EBC Bluesoft auf die Hinterachse gepackt, weil Leute, der ist schon aggressiv, ja, der Belag hier ist schon aggressiv und es könnte sein, dass er die Zimmermannscheibe auffrisst und das wollen wir nicht, okay? Und da die Hauptbremskraft eh von vorne kommt, haben wir hier was Stabiles und hier ebenfalls was Stabiles und hinten ist erstmal okay mit denen. Wir werden uns hier mit rantasten, wenn die Bremsscheibe hinten stabil ist, kann man hinten immer noch, wenn man möchte, einen etwas aggressiveren Belag benutzen. Für den Anfang reicht das hier aber. War auch ein gutes Set, nice im Angebot, deswegen passt das hier. Ist alles mit dem Kunden so abgesprochen, ich habe ihm das erklärt und ich habe gesagt, ich selber würde für mich selber eine größere komplette Bremsanlage einbauen. Aber wenn man jetzt nicht zu viel Geld investieren möchte, sage ich jetzt mal, dann sollte man hier dieses Angebot wahrnehmen. Hier mischen wir ein bisschen vorne was und dann passt es. Ist leider crazy, geht aber leider nicht anders, wenn du die kleine Bremse und nicht M-Sportbremse hast. Ja, nicht nur die kleine, sondern auch die nicht M-Sportbremse. Das ist die kleinste Bremsscheibe für die Hinterachse. Jetzt schon böse. Was meinst du, wie böse die gleiche ist, wenn der Silikonschlauch und die Charge Wrap dazukommen? Okay, zeig mal Sport Plus. Wow. Okay, ist auf jeden Fall nice, würde ich sagen. Haube hat ein bisschen Spannung, immer drauf achten. Haube öffnet mit ein bisschen Spannung. So, es geht weiter. Das sieht doch schön nice aus. An alle persönlichen Aufbereiter, kontaktiert mal den Errei und bietet dem doch mal hier eine schöne Reinigung an hier. Ist zwar nicht ganz dreckig, aber ein bisschen verstaubt, ne? Der Errei ist ein fleißiger Geschäftsmann und hat nicht immer Zeit. Kontaktiert ihn oder kontaktiert mich, ich leite es weiter an ihn. Ich denke schon, dass er da Bock drauf hat. So Leute, Venturi, und da geht's gleich weiter. Und hier geht's auch gleich weiter. Chargepipe, Silikonschlauch und das wird nice.
Musik.